Diese Passagiere in Berlin-Schönefeld können die Tränen nicht zurückhalten. Ihr Flug nach Antalya ist gestrichen. Wie viele andere sitzen sie auf dem Flughafen fest. In Ostdeutschland sind gerade Winterferien. Die reden sich voll raus. Sie sagen, ja, das existiert nicht mehr und da können wir nichts für und unser Koffer ist kaputt, der war neu. Und da sagen sie, ja, können wir nichts mehr machen. Wir waren schon durch den Zoll und alle hatten schon also die Koffer aufgegeben, alle Mann, die hier stehen. Und haben gewartet. Auf einmal haben wir dann gesehen auf der Anzeigetafel, dass der Flug gestrichen ist. In Pleite wird man ja nicht 11:55. Bereits zum Jahresende war bekannt geworden, dass Germania finanzielle Probleme hat. Im Januar bekamen die Mitarbeiter schon kein Gehalt mehr. Dann hieß es, ein Investor wolle einsteigen. Das zugesagte Geld ist aber offenbar nie angekommen. Ich finde es nur sehr traurig, dass wir Urlauber alle hier so ein bisschen auch ein bisschen verarscht werden. Dann habe ich mir im Intershop eine Flasche Schnaps geholt. Und die musste ich dann danach, als es hieß, wir fliegen dann doch nicht mehr, musste ich die wieder zurückgeben. Auf ihrer Webseite entschuldigt sich Germania bei den Fluggästen. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, soll sich an seinen Reiseveranstalter wenden. Viele bleiben aber auf den Kosten sitzen. Für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei Germania gekauft haben, besteht aufgrund der gültigen Gesetzeslage bedauerlicherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung, heißt es wörtlich. Der Ferienflieger hatte zuletzt auf Kurz- und Mittelstrecken pro Jahr mehr als 4 Millionen Passagiere befördert.